Die Psychiatrie hat gar nie einen Auftrag gehabt, gesund zu machen oder zu resozialisieren, sondern sie hat den Auftrag gehabt, zu forschen, Geld zu machen, Arbeitsstellen zu schaffen. Das ist auch nicht etwas gewesen, was entstanden ist aus dem Volk, sondern das ist entstanden von Interessierten, die Objekte gebraucht haben, um Medikamente zu erproben. Die dort arbeiten, die gehen an ihren Arbeitsplatz, erledigen ihre Arbeit. Und es ist ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst, um was es darin anders gehen sollte, als diese Betroffenen zu verwalten und sich von den Angehörigen nicht stören zu lassen im Rahmen des Ablaufs. Und das Schlimme in der forensischen Psychiatrie ist halt, dass die forensische Psychiatrie sich leider nicht interessiert, was ist jetzt tatsächlich los, sondern die kriegen das ja vorbereitet durch diese Gutachten. Die sind dann häufig kurz nach der Tat bereits gemacht. Dann gibt es keine Verteidigung, die dafür sorgen würde, dass die nachgeholt werden, dass man Ergänzungsfragen stellt oder dass man den Verlauf objektiv und neutral nochmals anschaut. Das heißt, man geht immer dort schauen, was steht im Kardex auf der ersten Seite und macht dann das und damit, noch wenn die Angehörigen sich einbringen wollen, werden die vor den Kopf gestoßen. Es ist schwierig, über diese Rolle der Angehörigen zu sprechen, weil die Angehörigen selber, das ist nicht nur diese Seite, dass sie sich schämen für das Ganze, sondern sie wollen auch den Betroffenen helfen und ihnen nicht schaden. Und wenn sie halt den Mund aufmachen, dann läuft das Gefahr, dass dann noch mehr Vorurteile die betroffenen Insassen selber schädigen. Ich bin in derselben Weise hilflos wie die Forensikkritiker, weil die forensische Psychiatrie ist ein Gebiet, das so nahe mit der Justiz zusammenarbeitet, dass es eigentlich nur darum geht, die Leute zum Funktionieren bringen in einem kleinkarierten Tagesablauf. Und die Psyche ist in dem drin gar nicht interessant, sondern es geht darum, den Tagesablauf hinter sich zu bringen. Und es geht darum, so zu funktionieren, dass man nicht auffällt. Meistens reicht es den Arbeitern dort aber nicht, die Angehörigen vor den Kopf zu stoßen, sondern es geht ja darum, weil sie nicht sattelfest und nicht so sicher sind, dass sie die Angehörigen mundtot machen wollen. Da ich das aus der Erfahrung kenne, als Angehörige betroffen zu sein, ist es manchmal erschlagend zu sehen, wie Angehörige leiden, wie sie arbeitsunfähig werden, wie sie noch Jahre später, auch wenn der Betroffene dann frei ist, dieses neurasthenische Syndrom haben, müde sind, erschöpft sind und einfach nicht mehr diese natürliche, offene Freude am Leben haben können, weil sie in etwas reingesehen haben, das einfach derart tragisch ist, da es von der Öffentlichkeit negligiert wird. Es ist inexistent für die Öffentlichkeit und für die Nachbarn. Und das macht eine sehr spezielle Art von Traumatisierung. Also ich kann eigentlich nur Beistand leisten, den Betroffenen, den Angehörigen und den Angehörigen Tipps geben, wie sie sich darin verhalten sollen, den Betroffenen Tipps geben, wie sie sich darin verhalten sollen. Und dann läuft alles schon mal viel, viel leichter, weil man nicht alleine ist.
Es ist halt so, dass es den Großteil von Angehörigen gibt, die sind so folgsam, die interessiert das nicht, was da drin passiert. Die haben sich vorher nicht für die Betroffenen interessiert und interessieren sich auch währenddem nicht. Und unsere Organisation, die hat natürlich mit denen zu tun, die wollen aus Verpflichtung, aus Liebe Beistand leisten und die werden dann vom Vollzug misshandelt. Was vielleicht das Hauptgefühl als Angehöriger ist, ist Ohnmacht. Wie halte ich Ohnmacht aus? Wie kann ich, obwohl ich ohnmächtig bin, weiterhin etwas Gutes für den Insassen, den Inhaftierten machen? Wie kann ich ihn trotzdem begleiten? Und das realisieren die Betroffenen im Vollzug, in den Gefängnissen oder in den psychiatrischen Kliniken gar nicht, was das heißt für die Angehörigen, dieses Doppelleben zu führen, dieses ausgegrenzt sein aus der Gesellschaft, nicht mehr mit Kollegen einfach normal austauschen können, weil das eine Erfahrung und ein Erleben ist, das gar niemand nachvollziehen kann, weil man ja als Angehöriger haftet man ja mit. Man ist ebenso krank, man ist ebenso kriminell, aber es wird nicht offen und transparent darüber gesprochen, wie man denn kriminell sein soll oder wie man krank sein soll. Und diese Misshandlungen, die passieren dann eigentlich abgesprochen hinterrücks. Und wenn Angehörige wagen, da etwas zu sagen, dann wird das gedeutet, als ob die selber spinnen würden, als ob die selber paranoid wären oder als ob die eine narzisstische Problematik hätten. In den forensischen Maßnahmen oder im Gefängnis sind die Betroffenen ja ihrer Freiheit beraubt. Das heißt, sie haben auch keine Kommunikationsmöglichkeit mehr. Es ist nicht nur die Bewegungsfreiheit, die beeinträchtigt ist, auch die Kommunikationsfreiheit ist nicht gegeben, die Informationsfreiheit ist nicht gegeben. Also das heißt, die werden so unterdrückt. Und für die betroffenen Angehörigen heißt das, die ganze Zeit sich mit den geliebten Menschen zu treffen und deren Leiden abzufedern. Also wenn eine Tat passiert aus einem psychisch kranken Zustand heraus, muss dieser psychisch kranke Zustand behoben werden. Jetzt meint aber leider die Forensik zum Beispiel, diese Taten passieren, und auch die Richter meinen das häufig, dass diese Taten passieren, weil jemand eine Schizophrenie hat. Das ist jetzt so das, was sie so sich zusammengereimt haben. Aber man schaut dann gar nicht mehr hin, wieso ist diese Tat überhaupt passiert und wie könnte diese Tat verhindert werden durch soziale Unterstützung, durch Behandlung, sondern man ist wie im ABC, oder? Der Professor Urbaniok mit seinen Weiterbildungen für uns Psychiater, der unterrichtet ja ein ABC. Das heißt, wenn ich das ABC nicht glaube in der ersten Klasse und nicht bereit bin, das A, B, C bis zum XYZ zu akzeptieren, dann werde ich diese Sprache nie lernen. Es gibt Kritiker wie der Mario Gmür, der kritisiert das sehr. Aber was nützt das, wenn das in einer Zeitung steht und wenn das keinen Einfluss auf die Psychiatrie haben kann, weil die Psychiatrie selber daran krank ist? Und diese Psychiatrie, die ist ja jetzt selber so verschult, dann gehen die Leute eben Mandala malen, dann machen sie irgendwie Arbeitstherapie, Beschäftigungstherapie. Und dann hat man die Idee, wenn man denen jetzt das ABC gelernt hat in dieser Beschäftigungstherapie und mit diesen Mandala, dass die jetzt nachher wissen, wie das alles geht. Also das heißt, in der Psychiatrie arbeiten eigentlich sehr
von der Natürlichkeit her gesehen sehr erbärmliche Kreaturen. Jetzt aber vielleicht all diese Psychiater, vielleicht haben die keine Familie. Vielleicht ist der Professor Urbaniok schwul oder sonst irgendwie auffällig. Ich meine, mich kennt jedermann, meine Familie kennt man auch. Bei mir kommt man rein, also ich meine, ich habe mein Haus offen zur Verfügung gestellt. Also das heißt, das, was dann diese Forensik den Angehörigen vermittelt und auch diese Richter und diese Gerichte und diese Justizdepartemente und der Vollzug, der vermittelt den Betroffenen und den Angehörigen, ihr seid dumm. Aber mir ist es so gegangen, als ich dort begonnen habe, darin zu arbeiten, dass ich fast nicht geglaubt habe, das ist die normale Psychiatrie gewesen, dass man so erbärmlich sein kann, dass man so wenig Insicht, Inblick, Blick in sich rein haben kann, so wenig Erkenntnis haben kann, dass man irgendwie den Mensch wie einen Roboter anschaut und dann irgendwelche Kriterien abgleicht. Wie weit kann ein Psychiater, ein Psychiatriepfleger, ein Justizbeamter, ein Justizdirektor sich selber reflektieren? Wie weit kann er überhaupt menschlich sehen, was für eine Verantwortung er trägt durch sein Handeln? Wie weit sieht er, dass er da etwas Schlechtes macht? Nicht an allen, aber vielleicht an einigen wenigen oder an vielen. Psychisch Kranke, die leiden und die suchen, die sind feinfühlig. Und dieses System interessiert sich nicht für das, sondern die, die dort arbeiten, die haben selber ein Machtproblem. Die haben ein Selbstwertproblem. Und bei den psychisch Kranken fühlen sie sich stark und gut. Und bei den Kriminellen ist irgendwie, kommen sie nicht so ran, weil die sind durchtrieben. Und diese ganzen Kriterienkataloge, da müsste ja jeder mal bereit sein, der Urbaniok müsste bereit sein, die Astrid Rosecker, den mal bei sich anzuwenden. Die müssten ja von sich aus bereit sein, mal mit mir zu diskutieren oder mit dem Mario Gmür. Aber da ist so viel Angst, 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 Angst. Entdeckt zu werden. Entdeckt zu werden. Niemand von uns auf der ganzen Welt nicht kann das Böse erledigen. Man kann es höchstens vielleicht erkennen und die Finger davon lassen und das Gute stärken. Aber dieser Irrsinn von Wahrsagerei, ich kann voraussagen, dass das und das mit dieser Wahrscheinlichkeit passiert und dann noch diese Dummheit des Volkes, dass man sowas überhaupt glaubt und nicht mal des Volkes, sondern der Richter. Was haben denn die gelernt, außer in der Schulbank zu sitzen und auswendig zu lernen? Bis noch vor kurzem hat sich keiner von uns überhaupt ausdrücken wollen. Wir haben im Stillen gearbeitet. Und erst dadurch, dass es geheißen hat, ja, wir wollen die Psychiater nicht mehr, wir schmeißen die jetzt raus, die sollen nicht mehr von den Krankenkassen gezahlt werden. Diese Medizin ist ja in einem Kartell organisiert. Wir werden ja praktisch vom Staat, der mit der Wirtschaft zusammenarbeitet, mit diesen Krankenversicherungen, werden wir gezahlt. Und ich glaube, das ist, wo wir korrupt sind. Ich denke, wenn wir wieder in das zurückwechseln, wo halt, wenn ich dir was Gutes tue und es funktioniert wirklich, dann zahlst du mich und sonst zahlst du mich nicht. Wenn all diese Kartellbildungen aufhören würden, dann hat vielleicht alles wieder eine Qualität. Aber heutzutage ist es ja auch mit den Anwälten so. Das ist alles organisiert. Wenn ich dem anrufe und ihn frage, dann schulde ich das Honorar von diesen 330 Franken oder 450 Franken pro Stunde. Und ohne Anwalt kann ich ja schon gar nichts mehr tun. Und wer kann sich das denn überhaupt leisten? Es geht letztendlich ums Geld. Das ist eine Industrie, da hat es so viele Arbeitsstellen drin, da verdient man gut drin, da kann man Weiterbildungen entwickeln. Und wenn jetzt
Weiterbildungen stattfinden, wo man kritisch an das hingeht. Das wäre ja das Ziel. Dafür spreche ich ja hier. Diese ganze Geschichte ist eine einfache Geschichte. Die hat eigentlich angefangen dadurch, dass ich halt eine sehr ganzheitliche Psychiaterin bin und dass ich es wirklich immer wissen wollte und dass ich auch sozial integriert habe. Ich habe nicht ausgegrenzt. Und so ist es ja. Man getraut sich ja gar nichts mehr zu sagen. Und das ist ja auch das große Dilemma in der Justiz und der Psychiatrie, der forensischen, dass man nicht mehr offen sprechen kann. Wie soll etwas Gutes passieren, wenn ich nicht offen sprechen kann, wenn ich nicht Vertrauen haben kann? Wo kann man anpacken? Wo kann man dieses System auflösen oder zumindest verändern? Öffentlichkeit schaffen. Bekannt machen. Also das heißt, eure Arbeit ist das A und das O. Als Psychiater lernt man ja dieses einfache Diagnose, ABC, und das anzuwenden wird letztendlich, auch wenn man es gut kennt, immer schwieriger, weil je nach Standpunkt kann ich es so deuten oder so deuten. Die Forensik, denke ich, ist ein Problem geworden, weil die Psychiatrie bereits lange schon ein Problem ist. Ich glaube, in hohen Etagen sitzt das organisiert Kriminelle, das organisiert Böse. Wenn man anfängt hinzuschauen, dann bleibt einzig das Ganze abzuschaffen, damit aufzuhören. Was kann man tun? Mutig sein und sich nicht von der Angst regieren lassen. Mhm.